So, Hallöchen, da wären wir wieder zu einer weiteren Top 5 Arschlöcherliste. Dieses Mal wieder in einer Boss Edition. Ja, heute haben wir das Thema Bloodborne. Aber bevor wir uns weiter auf irgendwas einlassen, hier noch ein paar Worte des heutigen Sponsors. Aber nur verarscht ist nicht der Sponsor, würde ich niemals machen. Ich habe noch sowas wie Erde und Anstand im Leib. Das da? Nein. Ohne weitere Umschweife. Es gibt jetzt noch, wie am Samstag früh, einen kurzen Cartoon und da beginnen wir mit der Top 5. This kind of feels like... Oh yeah. An actual boss fight. Okay, All right, monster. Prepare to be... Auf Platz 5 haben wir Vater Rigatoni, Gascoin. Ich erinnere mich noch dran, damals gab es sogar Debatten darüber, wie der Typ jetzt eigentlich ausgesprochen wird. Naja, egal, bei mir hat er einen Platz 5, weil jedes Mal, immer wenn ich einen neuen Charakter anfange, so dumm es sich anhört, immer ist es echt sau anspannend, man muss sich voll konzentrieren und wenn es dumm läuft, gehst du trotzdem dabei drauf. Der Anlaufweg zu ihm ist richtig beschissen und er nervt einfach. Er ist nicht ohne Grund der wohl meistgefürchtete Run-Killer für Speedrunner und so weiter etc. Blabla gewesen. Das stimmt auch. Er ist teilweise wirklich zum Kotzen. Ich meine, mir ist es schon echt oft passiert, nur als Beispiel, dass ich die Spieluhr benutze. Wenn man die benutzt, dann wird er ja gestunt und kann eine Zeit lang in seiner Beastform nicht angreifen. Aber wenn er gerade die Animation für einen Angriff gestartet hat, hält ihn das nicht mehr auf. Er greift trotzdem an und meistens ist es dann auch noch irgendwie so ein Sturzangriff oder so und man geht dabei drauf und das ist ziemlich scheiße. Ja, naja, Platz 5 immerhin. Für den zweiten Boss, wenn man es normalerweise so regulär spielt, geht an Vater Rigatoni Gascoin und ja, hat er sich, glaube ich, verdient. Platz 4 geht an Lawrence, der erste WK. Jetzt werden sich vermutlich einige denken, wieso ist der so niedrig? Naja, also ich muss sagen, ich hatte anfangs echt auch saumäßige Probleme mit ihm. Nicht zuletzt, weil ich eben die Rune eigentlich von ihm wollte, weil wenn man ihn killt, bekommt man hier diese Bestienrune, dann kann man sich in eine Bestie verwandeln und mit einer Waffe kann man dann noch mehr Bestigkeit. Egal. Die Sache ist die. Er ist ein bisschen lazy, weil eigentlich ist es nur ein Reskin der Kleriker-Bestie. Er kann Lava kotzen und später auch irgendwie scheißen. Und er macht eine Tonload of Damage. Und das ist wohl das Schlimmste daran. Eigentlich ist er, vom Moveset her ist er ganz okay, aber wenn er dich trifft, dann tut das unglaublich weh. Und dazu dann noch ziemlich viele Lebenspunkte. Wenn man so weiß, wie man ihn killen muss, dann geht's. Mittlerweile finde ich ihn eigentlich auch nicht mehr so schlimm. Mittlerweile, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich wirklich lange immer wieder an dem versucht habe und mir teilweise echt schrecklich die Zähne ausgebissen habe. Naja, aber immerhin für den vierten Platz hat es gereicht, ja. Lawrence, der erste WK, brenn bis dir brenn. Platz 3 geht an Märtyrer Logarius. Logarius. Mir scheißegalius. Er ist ein verfluchtes Arschloch. Wie kommt man denn auf so eine dumme Idee, dass man einen Boss,
jeder Boss im Spiel hat fast jeder, hat irgendwie eine Schwäche. Ob es jetzt Feuer ist, ob es jetzt Blitz ist, ob es jetzt, was weiß denn ich was, keine Ahnung, schlecht Wetter ist. Aber wieso gibt man einem Boss die Schwäche Repost? Wieso muss ich diesen Penner reposten? Ich meine, ich war scheiße im Reposten, mittlerweile geht's einigermaßen. Gut, ich spiele das Spiel eigentlich nicht mehr, vermutlich bin ich wieder scheiße, aber... Oh, es war so fürchterlich. In meinem ersten Durchgang war ich so gnadenlos overleveled. Da ging's dann. Aber stell dir mal vor, ihr spielt das ganze Spiel mit Ludwigs heiliger Klinge. Ihr seid eigentlich nur mit einem Schwert unterwegs. So richtig ballern tut ihr eigentlich nicht. Und auf einmal kommt der da um die Ecke, ja, und so... Ja, also wenn du mir wirklich Schaden machen willst, dann musst du wohl oder übel mit deiner Waffe auf mich schießen. Ja, seitdem ich die Trade Republic... falscher Text. Es ist zum Kotzen. Ich hasse ihn. Aber mir für dritter Platz langt's einfach nicht, weil er einfach nur... Man kann ihn auch einfach auslassen. Er ist irrelevant. Es ist Kanehurst, ist ein sehr schönes Gebiet, aber wenn er mir einfach auf die Eier geht und ich habe keinen Bock, dann... Who cares? Vergammel in deiner komischen Schimmelburg. Naja, Platz 3. Märtyrer Logarius. Da kommen wir dann schon langsam in die niederen Regionen. Haha, Wortspiel wegen Dungeon. Ach, ist egal. Viele von euch kennen den vielleicht nicht mal, den Boss, aber die Aderlassbestie, beziehungsweise das Bloodletting Beast, taucht mehrmals in den Dungeons auf. Zum ersten Mal taucht es auf, da hat es noch einen Kopf. Da ist einfach nur eine große schwarze Bestie. Beim zweiten Mal, das ist ein mittelschweres Trauma, das ist dann im verfluchten Kelch-Dungeon gewesen. Da nehmen wir irgendwie doppelt so viel Damage und da hat das Ding keinen Kopf mehr. Anstelle eines Kopfes hat es einen riesigen Wurm. Ja, es hört sich ein bisschen an wie so ein versauter japanischer Manga, ne? Und dadurch, dass es ein verfluchter Dungeon ist, macht es Ultra-Damage. Ihr müsstet das da im Gameplay gerade sehen, wie viel Schaden der macht. Und es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Ich habe damals wirklich, da musste ich das erste Mal in meinen ganzen Durchläufen, das erste Mal wieder nach Blutfiolen fahren, weil mir die Dinge ausgegangen waren. Boah. Und es ist so schlimm. Es ist schnell. Es hat Range wie die Hölle. Dieses Viech, ey. Nur Platz 2, weil es halt einfach optional ist im Cave Dungeon. Wenn man es nicht machen will, dann mach es einfach nicht. Aber das habe ich damals sogar im Stream gemacht gehabt und oh Gott, ich kotz Brechdurchfall im Kreis. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aderlassbestie. Gut, unverflucht, vielleicht wäre es okay, aber durch den Fluch des Dungeons, Hölle, 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 Hölle. Und wenn man Platin haben will, muss man das Viech machen, weil ohne den verfluchten Kelch-Dungeon abzuschließen, geht's nicht in den petomoranischen Kelch-Dungeon. Naja, Platz 2. So, und dann wären wir bei Platz 1. Ich weiß, für viele vielleicht nicht ganz so schlimm, aber vom Nervigkeitsfaktor her und dadurch, dass es trotzdem... Er ist schon nervig. Hier, Orphan of Course, also der Waisenknabe. Oh Gott. Ich meine, an und für sich ist der Bosskampf ganz cool. Er ist anspannend und alles und spannend und bla bla bla. Aber auch hier, wenn du halt einfach in eine Combo von ihm gerätst und kommst nicht mehr raus, gerade wenn in der zweiten Phase ist, wo er einfach nochmal fast das Doppelte an deiner... ich kann doch nicht mal mehr reden drüber. Wo er einfach das Doppelte an Damage macht. Zum Kotzen. Richtig zum Kotzen. Man muss sich das so vorstellen, ihr seid auf dem Klo und das Rohr bricht gleichzeitig. Dann habt ihr richtig gelitten und so ähnlich lässt sich der beschreiben. So sieht er auch aus. Das ist es ja eben. Man muss dabei zuschauen, wie das Ding da irgendwie so... Oh, widerlich. Ja, und dazu anfangs fand ich sein Gekreische ja noch lustig. Dieses, spätestens beim 12. Versuch oder so hast du einfach die Fresse dick und du machst den Ton freiwillig aus. Das kannst du aber auch nicht machen, weil du stellenweise den Ton einfach dafür brauchst, um vorherzusehen, was er denn als nächstes tut. Oh. er war zum Kotzen. Ja, eindeutig. Also, ja...
Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Nachgeburt. Ah. So, und da wären wir schon fertig. Das ist meine Top 5 Auswahl, also meine persönliche, der Top 5 Boss-Arschlöcher aus Bloodborne. Wie immer kann meine Liste natürlich extrem von eurer unterscheiden. Aber wenn ihr könnt mir gerne wieder, wie immer, Kommentare drunter schreiben, das würde mich riesig freuen. Das war wirklich die letzten Videos, einfach mega genial. Und ansonsten wäre wie immer, es wäre geil, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet, weil ich habe es ja schon öfters gesagt, die Top-Listen-Videos, die fressen unheimlich Zeit. Und das wäre wirklich, das wäre cool von euch, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo ist sowieso kostenlos, wie immer, bei so ziemlich jedem Kanal. Also, wenn ihr mehr von dem sehen wollt, einfach abonnieren. Und ansonsten mache ich mich mal dran. Nächstes Video ist schon in der Mache und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Also bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!